Kopf, Digga! Das ist nicht mehr normal! Junge, die Serben können einpacken, Digga! Einpacken! Alter Leute, ich sag euch, das Wetter, es ist endlich wieder wärmer. Die Sonne scheint, wir haben heute einen richtig geilen Tag. Heute sind wir wieder im BMW-Park FC Bayern München gegen Panathinaikos. Panathinaikos, eins der Top-Teams neben Real Madrid und Barcelona und Monaco und noch so vielen anderen. Aber ich sag mal so, Monaco, Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, die sind da so in einer Riege. Und ja, Bayern hat heute auf jeden Fall eins der toughesten Teams im BMW-Park zuschlagen. Bin auch sehr gespannt, wie viele Auswärtsfans dabei sind. Die Griechen, Leute, ihr wisst, die griechischen Fans sind unfassbar crazy. Also neben den Serben und den Türken sind die Griechen mitunter auch, ja, die heftigsten Fans, die es in Europa wahrscheinlich gibt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es heute Abend wird. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ist kostenlos, unterstützt mich sehr. Und ja, Mann, viel Spaß mit dem Video. So Leute, schaut mal, hier seht ihr den Olympiaturm, das alte Olympiastadion. Und hier seht ihr den neuen SAP-Garten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf die Vlogs freue aus dem SAP-Garten, Leute. Es sieht so fresh aus. Ich hole mir jetzt da vorne noch ein Eis, die Schlange ist unfassbar lang. Und hier wird sogar Musik gespielt. Leute, gönnt euch mal, hier gibt es einfach Omas Apfelkuchen. Den habe ich ja noch nie gesehen. Also Leute, ich habe jetzt einmal Himbeere und Omas Apfelkuchen genommen. Unfassbar tasty hier. Thalkirchen, checkt es aus. Leute, ich sage euch, dieses Oma Apfelkuchen-Eis schmeckt unfassbar lecker. Also wirklich 10 von 10. Ja, aber hier chillen im Sommer, beste Leben. Wenn es heiß ist, reingehen ins Wasser, dann wieder Karten spielen. Bisschen schwimmen, beste Leben. So Leute, wir machen uns auf den Weg in die Arena. Und ich muss ehrlich sagen, das Wetter sieht nicht mehr ganz so schön aus. Hoffentlich regnet es nicht, weil ich habe jetzt nur einen Pulli dabei, keine Jacke. Ist ja sehr belastend, wenn es jetzt regnen würde. Leute, und ich bin wirklich so krass gehypt auf Panathinaikos. Panathinaikos ist wirklich ein so kranker Traditionsverein. 1922 wurde er gegründet und 14 Jahre später gab es dann die erste Basketballabteilung. Leute, und ich sage euch ehrlich, das Team von Panathinaikos dieses Jahr ist so stacked mit Talent wirklich. Dazu erzähle ich euch aber mehr, wenn wir im BMW-Park sind. Wir gehen jetzt gerade zum Bus und ja, genau, dann sehen wir uns gleich. Leute, ich bin echt so gespannt auf die Stimmung heute. Es wird, glaube ich, crazy. Alter, Freunde, es ist auch echt einiges hier los. Wir sehen uns dann gleich drinnen, Leute. So, Freunde, wir sind im BMW-Park. No joke, es sind wirklich einige Fans hier. Wir schauen noch mal direkt in die Halle. Dann seht ihr, wie viele Fans auch da sind. Alter, Leute, was geht hier bitte heute ab? Überall hier alles grün, besonders natürlich da drüben. Das wird geil, Leute. Wie schon vorhin gesagt, Leute, Bayern trifft heute auf Panathinaikos. Panathinaikos ist Rekordmeister in Griechenland. 39 Titel konnte Panathinaikos schon holen in der griechischen Liga mit 4 Euroleague-Titeln. Teilt sich Panathinaikos mit ZSKA Moskau und Real Madrid den ersten Platz. Die drei Teams haben alle 4 Euroleague-Titel, sind damit Rekordmeister in der Euroleague. In den Jahren 2007 und 2009 konnte Panathinaikos sogar das Triple holen. Also griechischer Pokal, griechische Liga und Euroleague. Alles in einer Saison. Das waren auf jeden Fall crazy Zeiten damals. Leute, und ich sage euch, es ist echt unfassbar crazy, was die Griechen für eine Guard-Power haben oder generell, was sie für eine Power in ihrem Kader haben. Wir gehen es mal durch. Auf der Guard-Position Kendrick Nunn, Luka Vildoza, Slukas, Grant, Grigonis. Leute, das sind Namen in der Euroleague. Ihr wisst selber, das sind krasse Spieler. Kendrick Nunn, seine erste Saison in Europa. Er performt jetzt schon geisteskrank. Im Schnitt legt der Ex-NBA-Spieler 14,8 Punkte, 2,4 Rebounds und 3 Assists auf, was auch crazy ist. Dieses Jahr hat er in der Euroleague 52 Freiwürfe genommen und davon 52 getroffen. Das heißt, er ist 100% von der Freiwurflinie. Habe ich so auch noch nie erlebt. Auf den Forward-Positionen wird es auch nicht schlechter. Juancho Hernan Gomez, viele von euch kennen ihn vielleicht noch von Hustle, glaube ich, hieß der Film, mit Adam Sandler. War ein richtig geiler Film. Und den sehen wir heute Abend auch. Außerdem ist einer der Antetokounmpo-Brüder hier. Kostas, der jüngste von den dreien. Ich bin gespannt, ob er Spielzeit bekommt. Wenn Matthias Lesort fit ist, dann glaube ich, wird er wenig spielen. Aber zumindest ist er hier in der Halle. Besonders gespannt bin ich heute auch auf das Duell Matthias Lesort gegen Serge Ibaka. Das sind zwei unfassbare Bulldozer, wirklich. Matthias Lesort auch wirklich, Leute. Der Dude im Pick and Roll mit Lukas. Das wird heute crazy, also ich weiß nicht auswendig, wie viele Punkte per Game die averagen im Pick and Roll, aber Alter, da hört man auch schon die Panathinaikos-Fans. Leute, das wird heute so ein Fest. Unsere Plätze sind übrigens da drüben irgendwo. Ich weiß nicht auswendig genau wo, müssen wir gleich mal schauen. Aber wir haben auf jeden Fall geile View.
Wir haben gerade eben über ihn kurz gesprochen. Matthias Lesort erlegt im Schnitt 13,8 Punkte, 6,2 Rebounds und 1,2 Assists auf. Und wie gesagt, sein Pick and Roll unmatched. Der Dude ist unfassbar krass vom Pick and Roll. Und außerdem haben sie für ihre Defense Jerian Grant, der dieses Jahr eventuell Defensive Player of the Year wird. Das war ganz lustig, das mitzuverfolgen, wie Wade Baldwin und Kendrick Nunn sich auch angebieft haben auf Instagram. Die haben ja so ein bisschen drum gebieft, wer jetzt der beste Offensive Player in der Liga ist. Was auch geil ist, Mike James hat gepostet, dass er es cool fände, wenn Maccabi gegen Panathinaikos in den Playoffs zocken würde. Ich glaube, das wäre eine Serie, die wir unfassbar enjoyen würden. Ja, Leute, und ansonsten, glaube ich, können wir uns heute auf ein richtig geiles Game freuen. Ich habe unfassbar Bock. Lasst ein Like, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns, denke ich mal, beim Tipp auf. Peace. Einfach geil, Leute. Ich muss unbedingt nach Griechenland und nach Serbien. Nächste Saison. Crazy, wirklich. Crazy. Tipp auf. Los geht's. Ball bei Bayern. Was macht Grant? Gibt ihn ab zu Mitoglu. Mitoglu, fadeaway. Bottom! Und die Griechen rasten aus, Digga! Leute, was geht hier gerade ab, bitte? Boah, das ist die Mädel, was machen sie? Oh. Alter, sieht das geil aus! Zu Ibaka, nimmt den Dreier direkt! Und der sitzt, Junge! Serge Ibaka auch schon mit seinem zweiten Dreier. Jetzt auch bei 6 Punkten. Pass raus und Nikola Bepp nimmt den Dreier. Oh yeah! Leute, kurzes Fazit. Am Anfang haben sich die Münchner ein bisschen schwer getan. Zum Ende hin sind sie gut reingekommen. Starkes erstes Viertel von Serge Ibaka wirklich. 8 Punkte, stabil. Zweites Viertel geht weiter. Oh, da sehen wir sogar Kostas auf dem Feld. Wäre geil natürlich, wenn Giannis hier wäre, aber Giannis, oh mein Gott! Junge! Gerade eben rede ich von Kostas. Kranker Block gerade von ihm. Crazy. So, Kendrick Nunn hat den Ball. Gegen Nick Wallerberg, was macht er? Geht in die Zone. Easy Layup and one! Digga, und die Griechen sind nur am Feiern, wirklich. Die gehen so krass ab. Ich glaube, um wirklich bewerten zu können, ob die Griechen oder die Serben krasser sind, muss ich nach Griechenland und Serbien fahren, damit ich die 100%ige Power erlebe. Toglu unten in der Zone, Pass, da Finish, and one! Junge, crazy! Panathinaikos ist so tough! So, die Münchner haben den Ball. Oh! Junge! Was ein Alley-Oop-Pass von Bolmaro auf Lucic, crazy! Oh, ist Lukas, oh, tough! Oh, Junge! What the fuck? Lukas ins Gesicht von Ibaka, Digga. Damn. 36-40, Ende der ersten Halbzeit. Ich muss sagen, eigentlich wirklich bisher ein richtig geiles Game. Es ist sehr, sehr close. Ihr habt den Score gesehen. Ich blende euch auch mal hier jetzt die Quoten ein. Panathinaikos schmeißt bisher 50% vom Dreier. Die Münchner sind ein bisschen schlechter, aber auch nicht schlecht wirklich. Also bisher wirklich ein richtig geiles Game. Beide Teams sind gut am Start. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die zweite Halbzeit wird. Und ja, Mann, wir sehen uns. Pass raus zu Nunn. Pump Fake. Boah, Junge, er lässt ihn fliegen. Tough. Geht in die Zone. Nochmal Pass raus für Nunn. Open Dreier. Und der sitzt. Tough. Timeout Bayern. Crazy. Den Screen von Harris. Nimmt den Dreier. Boah, tough. Gegen Kostas Antetokounmpo. 2-Point Game, Leute. Raus zu Nick Wallerbeb. Nimmt den Dreier, Pumpfake und yes, Sir! Wichtig! Führung für die Münchner! Francisco hat den Ball. Was macht er gegen Kendrick Nunn? Boah, wird fast gedoppelt gegen Nunn. Digga, was ein crazy Layup und Harris im Nachgang. Tie Game. So, 22 Sekunden noch. Francisco wird so ausgeboot, crazy. Und der Turnover passt. 3, 2, 1, oh mein Gott! Kranke Defense von Panathinaikos. 3 Sekunden noch. Oh! Junge!
Was ein Ende vom dritten Viertel. Erste Defense von Panathinaikos. Bayern Turnover. Dann Stiel ab nach vorne. Kendrick Nunn, Buzzerbeater im dritten Viertel. Crazy. So, das letzte Viertel läuft. Und die Münchner werden heftig ausgebuht. Digga, das ist echt krass. Kendrick Nunn mittlerweile auch über seinen Punktedurchschnitt. Mit 14 Punkten Topscorer. So, Grant. Darian Grant. Wow. In and out. Gegen Francisco in der Kurzi, down. Führung weiter ausgebaut. Pass raus zu Bolmaro. Oh, muss ihn nehmen. Oh, der Schiff, Junge. Krasser Dreier. Was macht Bolmaro gegen Nunn? And one. Count it. Mega wichtig. Fünf schnelle Punkte von Bolmaro. Bolmaro jetzt auch mit über 10 Punkten. Was eine Sequenz von Bolmaro. Pass raus zu Bonga, extra Pass. Nick van der Beb, Pump Fake, Dreier. Yes, sir! Wichtig! Wow, und die singen schon wieder. Leute, wie schön sieht es aus, sag mal. Digga, es sieht einfach krass aus. Ich muss unbedingt nach Athen und nach Serbien. Lasst ein Abo da bitte, Leute. Ohne euch geht's nicht. Digga, es sieht so heftig aus. Junge, geisteskrank. Digga. Unnormal, was hier abgeht. Und der Stil. Oh! Hat die ausgesorgt mit dem Dunk, Digga. Crazy. 5-Point Lead. Damn. Das ist nicht mehr normal. Junge, die Serben können einpacken, Digga. Einpacken. Schauleben. Noch circa 3 Minuten. 5 Punkte Führung für Panathinaikos. Lukas, was macht der? Für 3, Hernan Gomez. Boah! 2 Minuten noch, 6-Point Game. Und Bolmaro hat den Ball, den brauchen wir. Lucic für 3, der wäre wichtig. Ja, Junge! Let's go! Digga, Leute, was hier abgeht von der Stimmung, ist wirklich unnormal. Digga, ich habe so oft schon Gänsehaut bekommen. Es ist wirklich gestört. Boah, Leute, ich habe auch so Kopfweh. Es ist echt crazy. Bayern Ball, 4,9 Sekunden. Und sie werden krass ausgebuht. Die Barca für 3. Na. Ja, Ball don't lie. Letzte Minute läuft, 5-Point Game. Der Dreier wäre halt so wichtig gewesen. Dann wäre es nur noch ein 2-Point Game. Wenn der reingeht, dann ist over. Kendrick Nunn. It's over. Timeout Bayern. Panathinaikos gewinnt in München. Mit so einer Fanbase, aber wirklich kein Wunder. 10 von 10. It's over. Und die Fans, die feiern. Alter, Leute, das Game ist aus. Ich schwör's euch, ich habe echt Kopfschmerzen. Die Stimmung heute hier drin. Ich glaube, ich habe noch nie eine krassere Stimmung erlebt, wirklich. Ich muss unbedingt nach Griechenland mal. Vielleicht sogar als nächstes Video. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr mich sehen wollt, Leute. Es sind jetzt bald Euroleague Playoffs. Schreibt in die Kommentare, wo ihr mich sehen wollt. Ich versuche, eure Wünsche zu berücksichtigen. Leute, wirklich crazy, was das für ein Spiel war. Ich bin jetzt hier nicht mehr mit der Erwartung reingegangen, dass die Münchner jetzt auch gewinnen. Die Euroleague-Saison ist ja für die Münchner jetzt eh zu Ende. Das war jetzt auch wirklich das letzte Video aus dem BMW-Park, was Euroleague angeht. Es war wirklich eine geile Saison für die Münchner dieses Jahr in der Euroleague. Ich freue mich schon auf die nächste, dann im SAP-Garten, Leute. Das wird unfassbar krass. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, werdet Teil des Kanals, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ja, Mann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, wo ihr mich sehen wollt als nächstes. Und ja, Mann, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Peace.